bin. Das heißt, es müsste ja unglaublich viel Wind durchlaufen, dass es um jedes Molekül einsammelt. Ja, die Algen, ja, die wandeln viel mehr Sauerstoff um als in der klar. Das ist aber nicht so das Dilemma, sondern das ganze Problem ist, wie wächst die Pflanze, wenn so wenig Kohlendioxid in der Luft ist? So Harald Lesch hat in diesem Beitrag gebracht, oh, das Kohlendioxid ist schlecht für Pflanzen. Ich habe einfach nur gedacht, so, verquatscht. Ja. Entweder hat er mich verquatscht oder will er mich verarschen. Weil ich weiß, dass er in Holland, da wo sie die Hanfpflanzen professionell anziehen, 6% Kohlendioxid in diesen Treibhausdinger machen, damit es schneller geht. Und dass, wenn du als Mensch da reingehst, innerhalb von 12 Minuten umkippst. Also kriegst du aber keine Luft mehr. So, kann er nicht hindern. Aber der war jetzt der erste, wo ich dachte so. Und der zweite ist eben natürlich, wenn man weiß, dass Wasser Kohlendioxid extrem bindet an sich, mehr wie Sauerstoff. Also die Fischrohr. Wir leben ja im Meer deswegen, weil das Wasser praktisch dieses Kohlendioxid, den Sauerstoff in gelöster Form enthält. Deswegen können wir ja leben, das ist ja auch klar. So, aber Kohlendioxid wird noch viel, viel stärker. Also nochmal drücken. So, das heißt, ganz einfach, bei jedem Regenfluss, der irgendwie von oben nach unten fällt, wäscht das Kohlendioxid aus der Luft raus gewaschen, regelrecht, so, weil der immer extrem bindungsstark ist. So. Der Kohlendioxid bewegt sich faktisch zum Wasser hin, könnte man sagen. Also verschmutztes Wasser bindet Kohlendioxid. Nee, so. Normalwasser ist eigentlich. Destilliertes Wasser, hauptsächlich, weil ja alles von da oben geht, sozusagen destilliertes Wasser ist. Und das meiste Kohlendioxid kannst du auch, ist auch wieder Humusboden. Ganz normaler Laubhaufen. Innerhalb von einem Jahr zerfällt der zu was übrig bleibt und Kohlendioxid. Und da habe ich also klar, dass der Kohlendioxid im Boden entsteht, in gelöster Form einfach, weil in den Wurzeln aufgenommen wird und oben einfach durch die Blätter und durch die Wärme ein Sogeffekt erzeugt wird durch das Wasser, weil dann austritt als Wasserdampf. Und euch saugt es praktisch wie durch einen Strohhalm einfach immer Wasser nach. Ein ganz anderer Pumpeffekt. So. Und der Rest ist natürlich in den Blättern. Kohlendioxid kommt von den Wurzeln unten an, kommt in den Blättern, macht diese Photosynthese und dieser Zucker wird praktisch im Rückfluss einfach wieder sozusagen in den Baum reingegeben. Super einfach im Prinzip, haben sie uns aber nicht so erzählt. Das sind sozusagen zwei Lügen auf einmal, die jetzt praktisch durch die Kohlendioxid-Sache so unglaublich nachweisbar sind. Und Harald Lesch bringt da Faktoren zusammen. Da fällt ihm Stein, da fällt ihm sowas von nicht ein. Von Protonenzellen bis der ist ja Physiker und diese stofflichen Prozesse sind ja noch viel komplexer, wenn du dann die ganzen Elektronen, Neutronen. Ja, genau, und das da wusste man eigentlich. Das betrachtet jetzt ein Biochemiker gar nicht. Der guckt sich seine Formel an, hat seine Prozente. Du weißt, wie viel wir machen. Macht seine Tests da, ja. Weil klar wissen wir, dass alles Physik ist. Natürlich auch die Biologie ist Physik, weil alles aus Atomen, Neutronen, Neutrinos und Quarks und so Zeug bestimmt. Naja, sagen wir mal. Und Materie ist ja erst entstanden, nachdem sich diese ganzen Energieteilchen verdichtet haben. Vorher gab es keine Materie. Wie wäre so eine Knalltheorie? Aber entspannter. Nee, das lässt sich auch Modell nachvollziehen, weil du hast ja Energie, geht ja nicht verloren. Die verdichtet sich höchstens zum Beispiel Form eines schwarzen Loches. Ja? Das ist ja die dichteste Form von Materie überhaupt. Ja, ist die, ja. Aber die Erde ist natürlich nicht ganz so dicht wie ein schwarzes Loch. Ja, aber ja, schlimm. Irgendwie hat sich diese Materie verdichtet, dadurch ist irgendwie Gravitation entstanden und dann ist es mehr geworden. Und so ist eine Materie entstanden, weil sich Staub irgendwie, haben sich die Elektronen, Neutronen, Neutrinos und alles, was da so rumflirrt, bewegt und die sind angeeckt, haben Energie erzeugt, sind heiß geworden und dann haben sich Klümpchen gebildet. Sag mal, ein Kindermodell, aber ja. Das ganze Erstaunliche ist, wenn du ein Atom nimmst und der Protonenkern, das ist sogar normale Physik,
befindet sich, also sozusagen dieses kleine hässliche Teil in der Mitte, die Sonne sozusagen in dem Atom, befindet sich in Berlin, ist noch nicht mal hier das Elektron, sondern irgendwo in Leipzig, hinter Leipzig. Und dazwischen ist nichts. Ja, wir denken, dass da nichts ist. Na, zumindest nicht nachweisbar. Also, dann machen die eins, die nehmen den Protonenkern und nehmen noch einen Protonenkern und klatschen die mit voller Kollision aufeinander. Und dann zerfallen diese Protonenkerne, die eigentlich auch aus nichts bestehen. Und dann kommen drei dieser Quarks raus. So. Und die Quarks knallen die wieder aufeinander, zumindest in der Hypothese und in der Behauptung. Und dann kommen diese Strings raus, die dann in dieser Quantenphysik ja nicht nur wichtig sind, die preisstehenden Strings. Die kleinsten Teilchen jetzt. Das sind die Strings so. Vor einem Jahrzehnt waren die Quarks noch die kleinsten. Ja. Aber die Erstaunlichkeit ist, dass eigentlich Materie aus nichts besteht. Und das finde ich schon ein Phänomen. Ja, Dinge bestehen in der Regel alle aus nichts, weil Dinge sind ja erst da, wenn ein Wesen da ist, was ihnen Beachtung und. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Ansonsten existiert nichts. Wenn etwas nicht beachtet wird, zum Beispiel Zeit, wenn die nicht gemessen wird, existiert die nicht. Da sind wir bei Insight, ne? Und alle Dinge, die nicht beachtet, nicht gemessen, nicht bewertet werden, die sind nicht existent. Ist nie wichtig, genau. Ja? Das ist ja mit der Aufmerksamkeit genauso ein ähnliches Spiel. Da war doch der Erste, der ins Spiel brachte, war Schrödinger Katze. Kennt ihr ja, die Katze in der Kiste. Genau, die Katze in der Kiste und nach dem Motto, ist tot oder ist sie nicht tot. So, wir wissen es nicht so ungefähr. Aber eigentlich geht es um den Umstand, wenn es nicht betrachtet wird, ist es in einem Schwebezustand oder im Nichtseinszustand. So. Und wenn man, nimm mal dieses duale Bild, Materie und Licht, wenn Licht durch den Weltraum durchfliegt, wird es nicht gesehen. Es existiert nicht. Nur wenn Materie als Reflektor in dem Sinne existiert, kannst du dieses Licht wahrnehmen, also rasch auf der Erde oder Staub. Oder Staub, aber das ist der Lüder-Effekt, so angeblich im Universum unglaubliche Ringe. Und Lüder ist eben dieses Lustige, dass die sozusagen behaupten, dass das Universum auseinanderdriftet, nur aus einem einzelnen Faktor, das ist dieser Doppler-Effekt, das hast du bestimmt schon gehört, meist eine Rotverschiebung in dem Doppler-Effekt. Meist ein virtuelles Licht, also kein echtes, fliegt auf etwas zu, es bewegt sich weg, kommt eine Farbverschiebung raus, sodass das Licht in dem Sinne eigentlich altert. Also eine Rotverschiebung ist eine Altung. Und aus diesem Effekt heraus behaupten sie, dass sozusagen alles auseinanderstreben. Aber wenn man einfach davon ausgeht, dass im Nichts, also im Universum, wo dazwischen eigentlich nichts ist, ein bisschen Staub ist, würde diese Alterung automatisch auftreten, weil durch Zusammentreffen von Licht und Materie wird ein Teil des Lichts einfach abgebremst bzw. zu Wärmestrahlung abgelenkt. Und das kommt bei uns an. Und dadurch sind sozusagen viele, gerade Physik ist so eine Oberlüge für mich, so ein genialer Hammer. Die Physik, die unterrichtet wird, ist ja nicht Realität. Das Modell. Ja, klar. Das Modell ist ja immer Theorie. Also Magbier, du kennst doch auch die Fallbeschleunigungsgeschichte. 9,81. Genau, die Zahlen kann jeder. Hoch, obwohl wir Zahlen nicht mal eingetrichtert wurden. Aber wisst ihr, wie die funktioniert, die Fallbeschleunigung? Also durch Gravitation. Nee, sondern wie sozusagen die Messung erfolgt ist. Im Turm von Pisa hat wohl Newton irgendwelche Sachen runtergeworfen. Er hat einen Abwürfelkopf bekommen? Nee, das war die andere Geschichte. Vor Newton glaubte man, war griechisches Axiom, also griechisches Denken, dass leichte Sachen langsamer fallen wie schwere Sachen. Das kommt aus Medium an. Das stimmt, das kommt aus Medium an. Kommen noch nicht mal wirklich aufs Medium. Ich weiß nicht, ob die Griechen nichts kannten. Also
Die kannten nur die Form. Aber die Griechen, die kannten das schon, das Nichts, bloß die hatten kein Modell dafür. Weil die kannten ja die Null. Die Null ist ja nichts. Zumindest zwischen Plus und Minus. Ja, so. Aber die hatten ja damals nicht die Möglichkeit, dieses Nichts, dieses wirkliche Nichts zu sehen. Weil irgendwas war ja immer da. Jetzt nicht wusste, dass Luft aus Sauerstoff und Stickstoff und Helium und so ein Kram. Die war Luft, wie hieß das damals? Äther oder sowas. Ja, das ist nochmal extra. Aber dieses, was wir eigentlich als nichts bezeichnen, das Vakuum, ist für uns jetzt auch sozusagen. Ich weiß nicht, nichts. Aber eigentlich ist dieses Nichts wahrscheinlich auch nicht nichts. Weil was sehen wir denn? Das Spannende eben an der Frage. Das sehen doch nur diese 9,81, die existieren nur im Vakuum. Ja, natürlich. Ja, und die existiert auch nur auf diesem Planeten. Ja, durch die Erdanziehungskraft. Aber auf jedem anderen Planeten ist es anders. Aber wenn auf welchen kurzen Raum, sagen wir mal, existiert denn ein Vakuum? Wie ist der auf diese Fallbeschleunigung gekommen? Hä? Zum Beispiel der schnellste Mensch, der irgendwie gefallen ist, war doch der jetzt beim letzten Mal gefallen ist, hier auf dem, bei der ganz große Show, wo der Kopf unter mit einem Super Space Helm war, der Erde entgegengestürzt. Ich habe noch irgendwie so ein Ding bei T-Max gesehen. Genau, ja. 40 Kilometer oder 30 Kilometer über der Erde. So ein Jet. Das war eine Handsome-Maschine. Nee, wirklich einmal nur ein Space-Mutant stürzt sich vom Satelliten, sagen wir mal, der 30 Kilometer über der Erde ist. 29,1, keine Ahnung. So, der fällt. Zu Anfang fällt er ganz langsam. Und nach diesem Modell, der 9,81, musste der mit, keine Ahnung, wie viel Kamera, jedenfalls mit 20.000 aufschlagen. Hat er nicht getan, der hat es noch nicht mal mit 1.200 Kamera geschafft. Weil einfach die Luft, logischerweise, an bestimmten, man kennt es ja beim Auto, Aerodynamik, einfach so doll bremst, dass er ja nicht mehr schneller fliegen kann, als die 1200 km/h. Also das ist ja auch heiß, was da aus dem All kommt. Nö, war dem schon unangenehm, da ziemlich sicher, dass dem unangenehm war. Das ist eben so eine einfache Erkenntnis, wo du dich fragst, wo haben die denn diese verfackte Zahl und wann her? Ja, du, die Messungen, das sind auch mehr Schätzungen gewesen damals. Ja, bei einer das ist wahrscheinlich in 1000 Jahren betrachtet, wenn wir überleben, sind die Dinge, die wir heute feststellen, vielleicht auch nur Schätzung. Ja, weil ich glaube sogar, dass wir die Grundlage dieser Idee von Newton war die Newtonsche Box. Die Idee, dass man praktisch nur bestimmte Variablen degenerieren kann bei extrem guten Ausgangsbedingungen. War sozusagen die damalige Vorstellung. Und die hat sich praktisch absurderweise über die letzten 200 Jahre in unsere Welt reintransportiert. So, damals die Druiden, hätten die da einfach mal ausgetestet und gesagt, okay, wir sind im Berg 3 Kilometer hoch, schmeißen einen Stein mit dem und dem Gewicht runter. Dann hätten die wären ja auch ein komplett anderes Ergebnis. Ist ja, wenn niemand sich irgendwo hinsetzt und anfängt, irgendwas zu beobachten, entstehen ja diese Erkenntnisse gar nicht. Also es gibt ja eine ganze Menge von Menschen, die Langeweile haben und irgendwas beobachten. Ja. Deswegen sind wir heute da, wo wir sind. Ja, die einen, die machen irgendwas anderes, irgendwas Nützliches, irgendwas Kreatives, und die anderen sitzen immer nur da und sagen, oh, naja, das passiert nicht, dass jemand einfach nur da sitzen kann. Ja, oder machen sich irgendwie Forschungsanordnungen oder sowas auf, ja, was die jemand interessant finden. Und das setzt ja voraus, dass ich das beobachten möchte. Ja, schon eine dieses zielführende Prinzip erzeugt praktisch natürlich schon automatisch Ergebnisse. Ja, ja, du hast recht. Ich habe mir diese Woche so ein Experiment gestartet, wir tragen niemals über. Diese Woche habe ich alle aus unserer Familie mit einer Uhr ausgestattet. Und dann habe ich jetzt mal geguckt, wer denn die Uhr benutzt, wer sie nicht benutzt. Ja. Meine Frau und ich, wir benutzen die gar nicht. Ich habe die zwar dran, aber ich merke das nur, wenn es mal wehtut. Ja. Und meine Kinder, die gucken ganz oft auf die Uhr.
Ja, das ist ja echt komisch. Das war wahrscheinlich der Neugierfaktor. Aber ich zum Beispiel 30, vorher, 20 Jahre. Das Lustige ist, vorher war für die Zeit gar nicht so wichtig. Ja, dadurch, dass. Und jetzt haben die plötzlich die Uhr am Arm. Und da ist plötzlich ist Zeit, hat das eine gewisse Wichtigkeit in ihrem Leben. Jetzt verstehe ich die mit der Rolex. Weil mein Vermieter, der ja immer irgendwie so eine speziellen Esslöwe, Schmucklöwe in dem Fall. Und der hat eine Uhr für 3.500. Du meinte, wenn er eine Rolex trägt, ist er viel, viel besser. So, dann habe ich gefragt, wie teuer ist eine Rolex? Dann ist er um die 20.000. Also ist er für zum Ausblick, um die Zeit zu messen. Ich so, weil ja, ich finde es auch bescheuert und absurd. Aber so eine Rolex verliert ihren Wert nicht. Der denkt ja an diesen Prinzipien, dass er die in 20 Jahren wieder abgeben kann und den gleichen Preis rausbringt. Oder so hat. Weil er so nur halt so. Ja, wenn er mit 20 Jahren den gleichen Preis rausbringt, hat er kein Geschäft gemacht. Ja, die Inflation frustriert dann drei Folgen auf. Ja. Und die Rolex ist ja genau das. Eigentlich ist ja total absurd, aber dadurch, dass man sie immer am Handgelenk hat, wird die Zeit auch noch viel, viel wichtiger. Weil man mal sagen kann, wenn du da irgendwo im Suff strandest und irgendwelche Diebe, die sehen nicht mit der Rolex liegen und kriegen den Verschluss nicht auf, die hatten ja gleich mal die Hand, dann wirst du das Ding kaputt. Ich würde mal sagen, es ist es. Sagen wir mal so, aber er ist eben so. Ist das aus dem Osten oder aus dem Westen? Ist nur Messi. Aber er ist. Der hat in den letzten drei Jahren unglaublich dazugewonnen, einfach. Also bis vor drei Jahren war er wirklich gierig, geizig, geifernd. Also so wirklich die harte Nummer, auf die ganz harte Nummer. Also er hat mich nie zum Bier eingeladen. Und dann kam sein Puschichen, da ist seine Tochter. Also, ich weiß ja nicht, wie es richtig heißt. Und dann hat er gesagt, du. Ich habe jetzt so 15 Jahre gearbeitet, ich mache jetzt ein Sabbatjahr, da hat er mir gedacht, ja. Ist das Hüder, ja? Nee, ist nicht Hüder. Also, der hätte ja nach 7 Jahren ein Sabbatjahr machen müssen. Und dann hat er gesagt, du, ich mache jetzt einfach ein ganzes Jahr überhaupt nichts, mal sehen, was passiert. Ich beschäftige mich so wenig wie möglich mit den Dingen, dass mir die Scheiße nicht auf die Ohren fliegt, aber mehr nicht. Und er macht, dann kam ein zweites Kind, das sind 3 Jahre sozusagen rum, da lege ich ein bisschen Bier ein. Jetzt mal sehen, welche Veränderungen du in diesen Menschen vollbracht hast. Mm. Durch deine. Ja, der selber. Du schätzt den Einfluss der Umgebung nicht. Das ist einfach. Er meint, er hat alles. Er hat wirklich alles. Er hat 4, 5 Häuser, wenn er die verkaufen würde, wäre ein Multimillionär. Er hat ein Flugzeug gekauft, was so 40.000 oder so gekostet. Er meint, eingefragt, der wirkte so schon fast ein bisschen depressiv so. Weil direkt gefragt, so, wie was ist mit dir los? So. Er meinte, du, früher hatte ich einfach nur den Wunsch, immer reicher zu werden. Und jetzt war eine Frau, 2 Kinder, ein Flugzeug, machen meine Hobbys, brauche mich nicht drum kümmern, um mein Haus und mache andere. Mir fehlen die Ziele, wie scheiße. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin noch nie mein ganzes Leben gegangen, dass mir die Ziele fehlen. Und war schon ein bisschen zerknirscht und depressiv, sei es nicht wirklich, ist ein Löwe. Also kriegst du so schnell nicht so Depression. Und dann hat er in sich selbst plötzlich begriffen, dass er alles hat. Dass er nicht mehr streben muss, dass er einfach nur noch leben darf. So, und dann hat er erstmals Grunderkenntnis fertig gemacht, weil er keine Ziele mehr hat. Weil er nimmt den Menschen seine Ziele, dann leiden sie, ist doch klar. Und dann ist er total glücklich, zufrieden, macht so ein paar Gaudi-Sachen mit. Ja, jetzt kommt nur auf die Betrachtungsweise an. Weil ich zum Beispiel, ich habe auch kein wirkliches Ziel, weil ich sehe den Weg als Ziel. Ja, das ist halt ein anderer Ansatz. Also zum Beispiel die Deutschen, also ich sehe meine eigene, sagen wir mal, Volksgruppe auch eher lustig. Die sehen ja das Hamsterrad auch als Karriereleiter. Kommt ja nichts bei raus. Ja, da stimmt. Es ist ein wirklich ein fleißiges Volk, was gute Ideen hat und relativ sozial ist und alles Mögliche. Aber die anderen Sachen sind starke Defizite. Ja. Sagen wir mal so, unsere Defizite sind sozusagen eigentlich an unserem alten Erbe gemessen, an diesem Vertrauen und Zusammenhalt. Ich meine mehr so dieses was die mediterranen Völker haben. Die können alles singen, Musikinstrumente spielen. Ja, das fehlt ja total.
Ja, na, wir haben gestern. Wir sind total domestiziert, ja. Nee, wir haben gestern gesungen, wir haben uns, oder ich habe mich getraut zu singen, so war nicht schön, muss ich mal sagen, für alle Beteiligten. Ja, und der hat so Spaß gemacht, oder? Doch, es war auf jeden Fall. War eher so wie Licht ins Dunkle bringen, also schon Spaß, muss ich mal sagen. Auf einer ganz anderen Ebene, aber trotzdem, das macht uns ja als Kultur nicht aus. Wir Deutschen sind ja nun mal nicht so, wir sind keine guten Tänzer, wir sind keine guten Sänger, aber dafür sind wir gute Denker, als Dichter, Denker und Erfinder. Mhm. Sozusagen unser Ding so. Aber wiederum geben wir das einfach ab. Alle andere, die daraus ein Geschäft machen, die diese Maschinerie für sich nutzen. Zum Beispiel die Ost, die größte, wo die meisten Patente herkommen, immer noch, ist zwischen Berlin, Dresden. Und Leipzig, das ist ein Dreieck. Genau aus diesem Dreieck kommen die meisten Erfindungen. Also im Osten. Wir haben die LEDs erfunden, LCDs, hier ist schon gestern diese schwarz, damals noch nur Weihnachtszeit. In meiner Arbeitsstelle wurden wir erfunden. Die wurden hier irgendwo erfunden. Ein Megabyte-Chip wurde da hergestellt. Genau, so eine Sache wurden hier alles erfunden praktisch. Und wir haben sie dann an die Japaner, die uns 100.000 gegeben haben oder so. Die haben da die Chef, zum Beispiel der Videorekorder damals, wo man eine Kassette drin geschoben hat, habe ich auch irgendwo in der Ecke erfunden. So, die haben so einfach gedacht, ist entspannt, man kann Bilder mit aufzeichnen und die Japaner haben gesagt, hier, haben sie gekauft, die haben sie bei den Amerikanern verkauft, so über so fünf Ecken und plötzlich, was? Geschäft. Ja, und jetzt, wir sind keine Geschäfte machen. Wir wollen einfach erfinden und ja, die Deutsche Bank ist jetzt dabei. Und die Gedanken nach außen geben. Das ist schlecht in Geschäften, die Welt unglücklich zu machen. Ah, ich bin gespannt. Ich werde mich jetzt mal langsam loseisen hier. Ja, ist mal schön, war echt gut. Oh. Ja, nicht weil du schaffst es so spätschicht, oder? Naja, weil da so viel gemütlich ist. Ja. Weil er nicht schlafe, hält man unten raus. Ein bisschen Manko. Wenn ich verschwunden bin, kann ich nicht hinhauen. Nee, ich lege hier ein paar um. Ist immer noch voll. Ein paar Mal. Muss nochmal Gassi gehen. Na ja, klar. Bächle machen. Drei Tage im Schussfeuer erledigt. Das ist ja wirklich lieb, oder? Aber dann nicht mal klar. Mal sehen, wie ich nicht geil bin, aber noch. Bist du mit Autos hier oder wie? Mit dem Fahrrad gefahren. Ah, gut. In der Stadt bin ich fast nur mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, mach ich nicht. Nee, ist das sowieso. Also immer kriegt die schwere Gegenstände. Aber das ist auch ein Gebiet, cool. Ja. Das war jetzt schon drei. Lebendes Wein. Auch ein Süß. Das ist witzig, wenn wir einen Turm hochfahren, wenn so ein Raumschiff vor allem ist. Das Raumschiff vor allem. Aber wenn wir so ein Christ hier im Internet rumdiskutiert, dann schicke ich ihm Lebendes Wein. Ja. Und Dogma.
Erzähl mir was. Scheibenwischer, ja, das war immer die Einführungsmelodie beim Scheibenwischer, gell? Das war die Einführungsmelodie beim Scheibenwischer, ja, wenn sie nicht, da saß einer am Klavier oder drei Musiker da, gell? Immer irgendwelche anderen, ja, nicht wahr, mal zur Abwechslung auch, und dann kam Dieter Hildebrand, gell? Und da kam Dieter Hildebrand auf die Bühne, ja, ja, hatte immer ein paar Gäste, irgendwie Gerhard Polt oder so, oder eine Schmickler oder so, ja, nicht wahr, ja, nicht wahr, ja, der fehlt. Der fehlt, ja. Der Hildebrand fehlt, das kann ich dir aber mal sagen, ja. Der Dieter Hildebrand fehlt, gell. Ja, nicht wahr? Wie komme ich da drauf? Wie komme ich da drauf? Ich habe neulich mal bei Heute Show reingeguckt, weil das ja am Freitag ist das ja immer in den Trends bei Twitter, ja. Also bei Twitter siehst du immer, mit was sich die Leute gerade beschäftigen. Und jeden Freitag ist die Heute-Show drin, gell? Weil die das alle gucken, ja? Und wenn die das gucken, haben die das Laptop auf dem Schoß. Dann haben die das Laptop auf dem Schoß und kommentieren das, was sie da sehen, gell? Und dann habe ich mal, ich kenne das nicht. Ich war mal neugierig und habe mal reingeguckt, gell? Nicht wahr? Deswegen komme ich auf Hildebrand, weil ich denke mal, Hildebrand, wenn die heute schon sehen, der würde sich auch im Grab umdrehen, gell? Der würde auch im Grab rotieren, ja, nicht wahr? Die heute schon, gell? Aber das passt, gell? Das passt einfach. Zumal auch zu meinem negativen Kulturpessimismus passt die heute schon wie die Faust aufs Auge, gell? Das passt wie die Faust aufs Auge, gell? Ich predige ja seit Jahren. Ich weiß nicht, wie lange bin ich schon bei der YouTube? 10 Jahre? Ich weiß es nicht genau. Ich predige ja seit 10 Jahren den Kulturpessimismus, nicht wahr? Ja, nicht wahr? Und warne vor der Verblödung, vor der nicht mehr aufzuhaltenden Verblödung, gell? Und da sehe ich mich natürlich in Programmen wie die Heute-Show auch bestätigt, ja? Nicht wahr? In meinem Kulturpessimismus sehe ich mich ja dann auch bestätigt, wenn ich die Heute-Show gucke, gell? Also ich habe es nicht lange geguckt, weil das kann man nicht lange gucken, ja? Das ist, das brauche ich jetzt gar nicht weiter auszuführen, ja? Nicht wahr? Das ist, da fragt man sich, wo sind denn die alle hin, gell? Was ist denn mit dem deutschen Kabarett passiert, ja? Gibt's überhaupt noch Kabarett, ja? Gibt's überhaupt noch politisches Kabarett? Oder sind die alle weggestorben jetzt, das Publikum, nicht wahr? Ja, sind die jetzt alle weggestorben? Weil es saßen ja früher beim Hildebrand schon immer ergraute alte Leute, gell? Ja, ich habe mich damals schon immer gefragt, wo sind denn die jungen Leute, gell? Im Publikum, wenn sie mal aufs Publikum die Kamera, nicht? Dann habe ich mich immer gefragt, wo sind denn die jungen Leute? Was wäre der, ja? Wieso sitzen denn da nur alte Knochen beim politischen Kabarett? Das habe ich noch nie verstanden, gell? Ja. Aber wahrscheinlich sind die. Alle ausgestorben und heute sitzen sie. Sind sie. Sind sie bei der heute. Schon. Ja, da sitzen ja auch die Jungen, habe ich ja gesehen. Haben sie ja ins Publikum reingezappt, gell? Ja, nicht wahr? Deswegen. Wahrscheinlich ist halt schon einfach so eine Generation. Die Generation Kabarett ist halt anscheinend schon ausgestorben, nicht wahr? Ja, nicht wahr? Ja, aber ich will nicht weiter viele Worte verlieren über die Heute-Show, gell? Aber das ist doch, das hat doch mit Kabarett nichts mehr zu tun. Das ist doch Blödel, Schmarren auf Mario Barth-Niveau, gell?
gell? Also gerade das Richtige für, gerade richtig für den Plebs, gell? Gerade richtig für den Plebs, ja? Nicht wahr? Ich weiß ja nicht, ich gucke ja ab und zu mal ins Fernsehen vor, aber ich sehe nichts mehr, kein politisches Kabarett mehr, nicht wahr? Wo sind die alle hin? Ja, ich weiß noch früher, ich war so ein Hildebrand, das war ja ein Leuchtturm, gell? Das war ja ein Leuchtturm. Ich möchte es fast sagen, der Dieter Hildebrand war ein deutscher Held, gell? Ja, sag ich mal, gell? Ganz zweifellos, Dieter Hildebrand war für mich ein deutscher Held, ja? Nicht wahr? Und dann hatten wir Priol mit der Anstalt. Priol und Georg Schramm, der großartige Georg Schramm. Ja, wo sind denn die alle hin, du? Ja, oder nach Schramm, sein Nachfolger bei der Anstalt, war dann hier Barwasser, gell? Pelzig. Ja, sieht man auch nicht mehr. Wo sind denn die alle, gell? Ja, nicht wahr? Ja, ich weiß nicht, schlittern wir jetzt restlos in die Verblödung hinein, gell? Ja. Du brauchst ja doch nur mal das Fernsehprogramm angucken. Ich sag's immer wieder, ich habe mich neulich mal, da habe ich mal durch die Sender gezappt, gell? Da habe ich mal alle Sender durchgezappt. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Sender ich habe. Wir hatten früher drei Fernsehsender und DDR-Fernsehen habe ich noch reingekriegt, weil ich am Zonenrandgebiet aufgewachsen bin. Dann haben wir ab und zu, wie hieß denn das in der DDR, in der Täterei, der Schwarze Kanal, glaube ich, hieß, oder? Nee. Quatsch, der Schwarze Kanal war doch Löwenherz oder Löwental. Ist ja egal, wie das da hieß, in der DDR haben wir öfter das geguckt, da mit dem Schnitzler, ja, nicht wahr? Ja, Eduard Schnitzler oder wie der hieß, gell, ja, nicht wahr? Ja, ja, nee, aber wir hatten drei Programme, erstes, zweites und drittes, gell, nicht? Heute habe ich weiß nicht, wie viele Sender ich in der Kiste drin habe, ich glaube 45, ja? Davon sind 6 Sender Shopping-Sender, ja, nicht wahr? Ja, dann war einer, der hat eine Luftfritteuse verkauft, gell? Mit so einem französischen Akzent. Ja, schau dir das mal an, mit diesem Käse, dieser Käse wieder zu verflößen ist in der Heißluftfritteuse. Ja, Bonheur, ja, nicht wahr? Ich hatte 6 Shopping-Sender allein. Von 45 Sendern sind 6 Shopping-Sender. Ja, sag mal, wer kauft denn das alles? Das geht ja rund um die Uhr, gell? Ja, das war irgendwie, weiß nicht, das geht ja rund um die Uhr beim Shopping-Sender, gell? Ja, da gibt's Juvelo TV, Channel 21, QVC, HSE und was es da alles noch gibt, gell? Ja. Bei Juvelo TV werden nur irgendwelcher Schmuck verkauft, nicht wahr? Nicht? Und wer kauft denn das alles? Gibt es echt Menschen, die sitzen tagelang? Heute ist ein Sonderangebot, nur 3.990 Euro. Und dann sagt der Moderator, oh, ja, da habe ich einen gesehen, Harry Ivins aus USA, er ist eigentlich Hannoveraner, ja, das ist ein aufgequollener, aufgedunsener Widerling mit so öligen, zurückgekämmten Haaren, der verkauft so einen billigen Schmuckplunder. Und dann hatten sie so einen Ring für 2.000 Euro, gell, der war dann runtergesetzt von 3.000 auf 2.000 Angebot des Tages. Ja, und dann, ja, und das wird so nicht mehr kommen, meine Freunde, sagt er immer, Harry, gell? Harry sagt immer, meine Freunde, das wird so nicht mehr kommen, dieses Angebot. Ja, wer bestellt denn im Fernsehen für 2.000 Euro irgendeinen Ring, gell? Ja, weil ja nicht, ich begreife das alles gar nicht. Ich auch nicht mehr. Gell? Ich begreife es einfach nicht mehr. Das war ein 6-Sender Shopping-Zeug. Und dann auf den anderen Sendern, Privatsender, brauchen wir nicht drüber reden. Also 45 Sender, Dreck, Arte, Dreisat und Phoenix. Den Rest kannst du in der Pfeife rauchen, gell? Dreisat, Arte und Phoenix. Der Rest unterirdischer Müll, gell? Ja, zur Bespaßung und Verblödung, gell? Auf einem Sender lief auf Pro7 Halligalli, ja? Halligalli mit irgendwie Joko und dem anderen. Klar. Da, gell, ja. Nicht so, was gucken die Jungen, gell? Ich hab's 5 Minuten habe ich's ausgehalten. 5 Minuten habe ich's ausgehalten, ja. Ich weiß nicht, ey, das ist ja wirklich erschreckend. Ja, es ist erschreckend, nicht wahr? Ja, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, Hildebrand. Ich wollte eigentlich nur sagen, Hildebrand fehlt mir, gell?
Ich habe auch noch ein Autogramm irgendwo, ein Originalautogramm, habe ich mal irgendwo bei eBay gekauft, für 1 Euro, ja, für 1 Euro haben sie es rausgeschleudert, oder hat es 3 Euro gekostet, ja, wer will, wer braucht denn heutzutage ein Autogramm von Dieter Hildebrandt, gell, die wollen ein Autogramm von Daniela Katzenberger oder sowas, gell, da kriegst du wahrscheinlich 50 Euro dafür beim eBay, ja, das wollen die Leute. Ein Autogramm von Daniela Katzenberger, gell? Hildebrandt, die kennt doch kein Schwein mehr heute, gell? Ja, frag doch mal einen jungen Krüppel nach Dieter Hildebrandt, gell? Ja, nicht wahr? Nee, komm auf. Ja. Nee. Wir steuern unaufhaltsam der restlosen Verblödung entgegen. Das ist so, ja, kann mir einer erzählen, was er will. Wir steuern der endgültigen Verblödung entgegen, nicht wahr? Ja. Ich frage mich wirklich, stellt sich dumm und blöd, bestimmt. Ja, Hildebrandt, Georg Schramm, ja, Priol, gell, nicht wahr? Wo sind denn die alle? Du? Ja, naja. Ja, das ist das der Scheibenwischer, das habe ich immer gekocht. Ja, in den 80ern schon, immer bis zum Schluss. Ich habe auch die letzte Sendung vom Scheibenwischer, da habe ich eine Träne verdrückt, gell? Bei der letzten Scheibenwischer-Sendung, als Hildebrandt dann nochmal reinkam, gell? Da habe ich echt eine Träne verdrückt, ja, er wirklich war, gell, ja. Und der ist ja dann, vor ein paar Jahren ist er gestorben, er ist ja, glaube ich, 86 geworden oder so. Und er hat dann das Diagnose Prostatakrebs gekriegt. Und da war er schon im hohen Alter und dann hat er irgendwo, habe ich ein Interview gelesen, es hat den Boden unter den Füßen weggezogen, ja, bei der Diagnose. Ich war, weil sie haben ihm wohl gesagt, es ist schon im fortgeschrittenen Stadium mit Metastasen und so, also es war ein Todesurteil, ja. Aber da siehst du mal, du bist auch nie vorbereitet auf den Tod, ja? Ein Autor, der nur ein einziges Theaterstück geschrieben hat, das nur ein einziges Mal auf dem seiner Meinung nach besten Theater der Welt und genauso seiner Meinung nach nur von dem besten Inszenator auf der Welt und genauso seiner Meinung nach nur von den besten Schauspielern auf der Welt aufgeführt werden durfte, hatte sich schon, bevor der Vorhang zur Premiere aufgegangen war, auf den dafür am besten geeigneten, aber vom Publikum überhaupt nicht einsehbaren Platz auf der Galerie postiert und sein eigens für diesen Zweck von der Schweizer Firma Vetterli konstruiertes Maschinengewehr in Anschlag gebracht und nachdem der Vorhang aufgegangen war, immer jenem Zuschauer einen tödlichen Schuss in den Kopf gejagt, welcher seiner Meinung nach an der falschen Stelle gelacht hat. Am Ende der Vorstellung waren nur noch von ihm erschossene und also tote Zuschauer im Theater gesessen. Die Schauspieler und der Direktor des Theaters hatten sich während der ganzen Vorstellung von dem eigenwilligen Autor und von dem von ihm verursachten Geschehen nicht einen Augenblick stören lassen. Okay.
mir ist jetzt so. Also ich mag den echt gerne, aber ich bin jetzt im ersten ewig nicht gesehen. Deswegen ist er wieder echt auffällig. Zwei einfache Ebenen, die du zum Glück überhaupt nicht hast. Einerseits diese Leere und die Füllze, man kann eigentlich ja einen reinbringen. Finde ich das. Und aber ist, wenn wir es jetzt mal, wie beschissen diese Welt ist und wie scheiße diese Welt ist. Ja, okay. Außer der Anonymität. Bist du ein Schatz? Der ist echt nicht mehr gern. Ich habe mal das Format ein bisschen verkleinert, weil ich das Video nicht so groß ist. Das ist aber so groß, dass ich hatte immer noch auf dem Stream. Die Auflösung ist jetzt so kurz schon, damit ich das schon beschreibe. Und wie geht's so? Bildformat, was jetzt zu sehen ist, und dann ein Bildformat, was dann bei den Kamera kommt. Kann ich es auch noch nicht? Das ist doch die Megabytes von der Oma. Die Auflösung. Ja, meiner Meinung nach. Immer tot gegrinst. Egal was man gesagt hat, weil ein Grinsen und so ganz süß, ich war damals 14. Und wenn sie was gesagt hat, so, dann war das nicht irgendwie schnippig oder negativ, sondern du merktest, da ist Cyan schön Brain drin gesteckt. So. Aber Cyan ist liebevoll, also nichts Anstrengendes. So, die Sucht. Die Sucht. Ja. Wie viel haben wir jetzt? Hier. Schon in deswegen habe ich nicht so viele Videos mehr gemacht. Den anderen natürlich ein schlechtes Gewissen reingeredet, aber eigentlich ging es nur um meine Sucht. Okay, ich habe hier was drin. Nochmal die Buche lernen? Nee, war halt doch schon. Ne? Ich habe nur noch die Videos verlinkt. Nein, er sieht das. Ach, und den noch nicht. Ah! So, der ist immer Kreis. Heute oder? 16 Stunden. Ich ist doch mal dran. Der auch Nachrichten, aber eigentlich ist nichts passiert. Aber. Mich war auf die Kommentare gespannt. Ich glaube, ja. Schnell wird ja nicht viel passieren, immer. Oh, die Palme, die kriegt man ja nicht. Nee, nein, das war mir eigentlich klar. Ich bin für meine Gefühle verantwortlich, Liebeskommentare. Klar ist der für seine Gefühle verantwortlich. Was durchtippen kannst du zeigen, dass dir dieser Kommentar gefällt? Na? Da sehen die anderen Leute, die anderen Gäste, Zuschauer, dass der Videoersteller diesen Kommentar hier ist mal. Wieder die Antwort. Verstehst und du? Heute ist Schluss. Wie kann ich denn diesen Scheiß Zettel einmal hier los? Wenn du auf OK drückst. Achso. Ist nicht so Rundumschlag, mehr oder weniger Ende, so sag ich's mal. Gut, heute ist der 12.12. Heute ist ein Montag, heute ist ein Vollmond. Und 21.46 Uhr. Meine Regel ist, ich trinke niemals vor 8, also kann ich mir jetzt ein Bierchen gönnen. Oh.
hatte schon einen spannenden Tag, bin heute mit dem Regen zur Arbeit gelaufen, weil mein Fahrrad kaputt war. Und da ist mir ziemlich wichtig, mir jetzt ein Bierchen gönnen. Hatte schon einen spannenden Tag, bin heute mit dem Regen zur Arbeit gelaufen, weil mein Fahrrad kaputt war. Und da ist mir. Oder ist er gesprungen? Hier ist wieder die Antwort und heute ist Schluss mit lustig, Rundumschlag, mehr oder weniger Ende, so sag's mal. Gut, heute ist der 12.12., heute ist ein Montag, heute ist Vollmond und 21.46 Uhr. Meine Regel ist, ich trinke niemals vor 8, also kann ich mir jetzt ein Bierchen gönnen. Ich hatte schon einen spannenden Tag, bin heute über den Regen zur Arbeit gelaufen, weil mein Fahrrad kaputt war. Und da ist mir ziemlich die Idee gekommen. Und zwar ein Regenschirm. Darauf komme ich noch später. Und auch wenn ich das einfach so gut wie niemals mache und auch niemals finde, gerade bei Vollmond nicht, werde ich jetzt zum Anfang einfach schwarze Rhetorik verwenden. Ich sehe, wie Christian klippt. Und zwar, das ist nicht unser Land. Ist euch das jemals bewusst geworden? Es ist nicht unser Land. Und es war es auch nie. Es war es nie, weil wir es nie in die Hand genommen haben. Es war nie. Zuerst haben wir den Kaiser und Fürsten gegeben. Dann haben wir den Politdarstellern gegeben und wir dürfen uns wieder nach der Fasson eines, wie heißen die Zugucken, wenn andere Schmutz ins Sex machen, eines Voyeurs einfach zugucken, wie sie unser Land regieren. Es war noch nie unser Land. Und jetzt gerade, wo die Ausländer kommen, schreien alle, oh, das ist mein Land. Das ist mein Land. Ja, das ist mein Land. Das war es nie. Es war nie unser Land. Nur mal Adolf Hitler dazwischen und so weiter und so weiter. Die alten Verfassungen und so weiter und so weiter. Es gab nie eine Demokratie. Es gab nie die Herrschaft des Volkes. Es gab nie vom Volk fürs Volk. Es gab es nicht. Ja. Es war noch nie unser Land. Und jetzt, wo die Ausländer kommen, wo die Probleme da sind, plötzlich schreien alle, oh, das ist mein Land, das ist mein Land. Ich habe doch viel zu bestimmen. Und die Politiker leiten unser Land oder verleiten oder lassen sich verleiten. Das ist das Leid, das wir alle tragen dürfen, weil wir es nicht auf die Reihe bekommen, Parlament, nicht ständig nur Autoritäten zu folgen. Autoritäten heißt im schlimmsten Fall jemand mit einem Doktortitel. Autoritäten sind für die meisten Leute Zahnärzte oder Ärzte. Autoritäten sind für die meisten Schlipsträger. Darauf komme ich auch noch später. Den Schlips. Das sind Autoritäten, daran glauben die Leute und ich in dem Falle die Antwort, bin keine Autorität, deswegen nimmt man mich vielleicht auch nicht unbedingt ernst. Und deswegen Schluss mit lustig, aus dem Grunde, weil ich jetzt einfach mich entschlossen habe und werde auch meine Willenskraft prüfen daran, Silvester. Silvester das letzte Video im Jahr, was ich öffentlich stelle. Wenn ich mit jemandem in Videodiskussion trete, findet man es in der Playlist. Und ansonsten wird man mich nur bis zum neuen Jahr sehen mit einem schwarzen, unkaputtbaren Regenschirm. Dazu komme ich aber später. Du schreibst Ohren klein. Also alle, die jetzt plötzlich schreien, oh, man müsste die Ausländer alle verbrennen, weil wir sind doch im Recht, das ist unser Land. Lautet hoch. Na klar. Idioten gibt es überall und jetzt ist Facebook voll, die und die wurde getötet, ich werde es noch im Anhang stellen, das und das haben die Ausländer gemacht, die Ausländer sind alle böse und man muss ja alle steinigen, ob das ein blöder Mann oder sonst was. Boah, jetzt komme ich zum Thema, was mir sehr wichtig erscheint, bin ich
derjenige, der über meine Gefühle bestimmt? Oder lasse ich mich bestimmen? Oder bin ich denn authentisch, wenn ich plötzlich Betroffenheit zeige? Wenn jemand getötet wurde, bin ich denn authentisch, wie er selbst geschrieben hat? Darum geht's doch einfach gar nicht. Nur, ich werde mich jetzt nicht selber mir anhören, obwohl, wenn ich betrunken bin, ich immer denke, dass ich betrunken bin in den Videos, obwohl ich das weiß, dass ich das nicht bin. Wolfgang, sehe ich. Genau. Geht's ja richtig los jetzt plötzlich, ne? Mit dir eingeschlossen. Sachsen Schorsch, 4 Stück. Na, er hat wieder Reden hochgeladen. Ah, okay. Na gut, Wolfgang. Speichern? Nee. Musst du von Anfang an ja anhören? Kannst du auch noch von Anfang an? Du hast doch noch gar keine Gelegenheit, aber auch jetzt. Wolfgang, hätte der 13. Dezember 2015. Aber ich merke mir das bei Gemeinschaft ziemlich gut. Ein schwieriges Thema, ein etwas heikles Thema. Man kann aber dieses heikle Thema durchaus mal angehen. Was? Echt? Man sollte das auch tun. Man sollte mal richtig. Der Winkel von der Kamera ist natürlich auch ein bisschen krass. Er ist auch ein großer. Was heißt hier? Mann, ja, ja. Groß. Also du würdest ich wahrscheinlich. Will. Ich weiß, wie groß er ist. Klingt schon anders. Mann sollte. Ne? Die anderen? Nein, ich will das so. Ja. Wo ich das so will, weiß ich im selben Moment, das ist mein eigener Wille, das entsteht in mir. Das ist ein Impuls, den ich von irgendwoher jetzt bekommen habe. Das ist eine. Mir im Moment ein Bedürfnis, ja, das steckt nur in mir drin, in diesem Moment, glaube ich. Deine potenzielle Videoantwort. Aber ich bin auf eine Gemeinschaft ausgerichtet, okay. Wenn ich das tue. Ich bleibe ich selbst, wenn ich dafür plädiere, dass wir Gemeinschaft suchen sollten. Auch dieses Wort wir impliziert schon Gemeinschaft. Es wird immer dann, nein, nicht immer, aber es wird vielfach, sobald von einem Wir gesprochen wird, in Zweifel gesetzt. Das sei ein Kollektiv und wer sei denn dieses Wir? Man kann alles in Zweifel ziehen, man kann alles auch sprachlich zersetzen, dekonstruieren. Wir müssen uns da eine Lösung für manche. Andererseits kann man Konstrukten hinterherlaufen. Jeder eigentlich. Gemeinschaft ist etwas, was kann jeder nicht gesteuert nicht funktionieren werden kann, sondern etwas, das wächst. Und das auch gepflegt werden kann, wie ein Garten. Aber das Wachsen, ja, das kann nicht erzwungen werden. Das geschieht. Wachsen für entwickeln, gut. Ich habe heute Morgen ein paar Kurzvideos gesehen von Peter Kruse. Der ist letztes Jahr gestorben, im Mai glaube ich, ja. Das hat mich damals ziemlich getroffen. Er ist ein Impulsgeber für uns, wenn wir das richtig verstehen. Also der Mann kommt mir inzwischen vor, wie wenn er unter einem gewaltigen Druck stand. Peter Kruse hat von der Dynamik der Netze gesprochen. Peter Kruse hat von den riesengroßen Chancen, Möglichkeiten gesprochen, die das Internet oder die Internettechnologie für Gemeinschaftsbildung bedeutet. Peter Kruse spricht von kollektiver Intelligenz. Und ich weiß ganz genau, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die bei so einem Wort kollektive Intelligenz zusammenzucken oder wo die, für die das ein rotes Tuch ist und die dann gleich alles in einem Topf verrühren. Mir gefällt das Wort Gemeinschaft besser als das Wort Kollektiv. Mir gefällt nicht das Marschieren im Gleichschritt. Ach, schade. Mir gefällt nicht ein doch unbewusstes,
ja, nicht unbewusstes, aber ein doch nicht reflektiertes Hinterherlaufen. Menschen ahmen nach, wie Tiere auch. Kinder lernen von den Eltern. Und doch gibt es auch Gemeinschaft, wo Menschen blindlings irgendetwas hinterherlaufen. Auch in ihr Verderben. Da bin ich überhaupt kein Freund davon. Gemeinschaft muss aber nicht heißen, dass Individuen mit ihrer Intelligenz, mit ihrer hochentwickelten Intelligenz, also was Individuen leisten können, wissen wir ja. Gemeinschaft muss nicht heißen, dass Individuen in dieser Gemeinschaft aufgesogen, nivelliert werden, gleichgemacht werden, zurechtgestutzt werden. Nivelliert heißt gleichgestutzt. Also das Beste, was ich mir vorstellen kann, das eine Idealvorstellung ist, dass schön, Individuen, schön, die sich ihrer Besonderheit bewusst sind, sich auf eine Gemeinschaft hin orientieren. Peter Kruse, von dem ich glaube, dass er uns, jetzt sage ich uns, ja, schon ziehe ich mich selbst hier in Zweifel. Uns, ich und wir, ja. Meine Zuschauer hier, die das eine oder andere meiner Deutschland-Videos kennen oder andere Videos von mir kennen, ja. Das meine ich mit wir oder uns. Also Peter Kruse hat uns, ja, eine ganze Menge zu sagen. Er hat mir sehr viel zu sagen. Und ich habe das Gefühl, bei denen, die meine Kanal besuchen, ja, die zumindest mal mein Bemühen um Gemeinschaftsbildung sehen, ja, die meine Aufrichtigkeit sehen, uns, also die auch ganz anderer Meinung sein können als ich, ja, also uns, die wir so irgendwie spüren, ja, wir arbeiten an etwas gemeinsam, hat dieser Peter Kruse sehr viel zu sagen. Er könnte uns sehr viel sagen. Ich werde mir alles anschauen, was ich im Netz zu ihm finden kann. Aber dafür findest du auch, wenn du sowas wieder weißt. Bis zu dem Punkt, wo ich den Eindruck habe, ich habe jetzt das allermeiste verstanden von dem, was er uns mitteilen möchte. Das ist der Plan meines Chaos. Peter Kruse spricht von kollektiver Intelligenz. Und wenn er davon spricht, deswegen weil ich es wieder gefunden habe, dann ist das nicht das Marschieren im gleichen Schritt. Dann ist das nicht das Selbstmordprogramm der Lemminge, wo Lemminge dann wie in einer Herde auf die Klippe zurasen. In den eigenen Abgrund, in den eigenen Tod. Wenn Peter Kruse von kollektiver Intelligenz spricht, dann meint er eben das, was ich gesagt hatte, in anderen Worten, dass Individuen ihre hochentwickelte Intelligenz einbringen. Individuen kommen, und wenn sie noch so hochgebildet sind oder noch so viel Lebenserfahrung haben, noch so viel Bewusstheit haben, Gewahrsamkeit, an ihre Grenzen, an ihre individuellen Grenzen. Gewahrsamkeit, das ist so ein altes Feuer, ich habe ewig nicht gehört. Die Gesellschaften, die modernen Gesellschaften, in die Währung oder in Wahrheit, sind so komplex geworden, so kompliziert geworden. Das kann man, glaube ich, einfach mal feststellen. Das ist keine Frage. Also jetzt, verglichen mit den Gesellschaften in Europa noch vor 300 Jahren oder vor 400 Jahren oder verglichen mit der Lebensweise auf dem Land. Die bäuerliche Lebensweise war die am weitesten verbreitete oder am meisten gelebte Lebensweise. Ja. Da war die Welt in Ordnung, im wahrsten Sinn des Wortes. Strukturiert. Das war nicht nur der Tagesablauf fest strukturiert, sondern auch der ganze Jahresablauf. Da haben sich die Jahre wiederholt, im Gleichmaß, im gleichen Rhythmus. Mit den Jahreszeiten gab es eben auch die verschiedenen landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Nur mal so als Anregung. Ja.
ich habe immer auch kritische Einwände im Blick, wenn ich hier so ein Video mache. Ne? Da denke ich jetzt gerade dran. Ne? Ich will ja nicht vereinfachen, wo es nicht gut tut, zu vereinfachen. Ne? Ich will ja auch das Gefühl geben, dass ich mitdenke, dass ich jetzt nicht, nicht selber irgendwas einfach so in den Raum schmeiße, wo ich nicht selber auch nachdenke darüber und auch versuche von der Gegenseite es zu beleuchten. Ich selber schon. Ne? Also verglichen mit früher, mit dieser ländlichen Lebensweise, ist das Leben in den westlichen Gesellschaften, in den modernen Gesellschaften. Und das ist die Tendenz, die sich global immer mehr durchsetzt, ja. Heute und heute mittlerweile. In diesen modernen Gesellschaften wird das Leben zunehmend unverständlicher und geht eine Ordnung, die das individuelle Leben übergreift, zunehmend verloren. Die Bildung größerer Gemeinschaften ist immer weniger möglich. Das Paradoxe ist, dass gerade die modernen, westlich geprägten Gesellschaften hochgradig arbeitsteilig sind. Ja, das ist auch ein Problem. Und gerade in diesen Gesellschaften das Zusammenspiel der einzelnen Glieder in diesen Quer-durch-Galaxis sind die Storm ganz wichtig und etwas, was plötzlich nicht mehr existierte, wo ganz klein, aber trotzdem ganz wichtig war. Komplexe Gesellschaften sind sehr stark auf Vertrauen angewiesen. Und gerade Vertrauen ist das, was immer mehr verschwindet. Komplex Vertrauen. Die normalen Leute, die normal lebenden Leute, die nicht zu den Funktionseliten oder Machteliten gehören, trotz aller Unbilden manchmal, aber bei dem Vertrauen bist du da. Und in dieser Art komplex. Politik ja, bei uns ist es schon sehr komplex. In die nicht arbeitsteilig. Schön. Führung kommt vom der Wirtschaft, in die Lenkung der Wirtschaft, in das Finanzsystem. Kommt vom kompliziert und Sisyphus die auch Hölle in das der Geldsystem. Kompliment. In das Wirtschaftsgeschehen insgesamt. Du wirst jetzt in eine positive Richtung. Das wäre gerade einfallen. Komplize. Was ich da in den letzten Komplementär. Kompliment und komplementär. Die EU, die uns so häufig verkauft wird als eine Gleichsetzung von Europa mit EU, ja. Wenn der Euro stirbt, dann stirbt Europa, so in diesem Sinne, ja. Eine ganz primitive Verdrehung. Ja, dass ein Kontinent mit einer solch reichhaltigen Geschichte wir sind mit einer solch haben sie uns nur gestohlen, kraftvollen wollen uns stehlen. Vielfalt und Identität ja, in den einzelnen Völkern, ja, wie ein solcher Kontinent gleichgesetzt werden kann mit dem Gebilde EU, das ist schon bemerkenswert. Jedenfalls, dieses Gebilde EU, ja, ist nach meiner Einschätzung schon innerlich gebrochen. Die EU findet in Europa praktisch keine Gefolgschaft mehr. Ah, okay, du meinst du gebrochen, okay. Die EU kommt mir vor wie ein Untoter, ja? Da ist das Vertrauen verloren gegangen. Einen ganz großen Teil dazu beigetragen hat Angela Merkel, indem sie diesen Schleusen für ungezügelte Zuwanderung nach Europa, nach Deutschland. Deutschland ist ein erschreckendes Beispiel für die ganze Welt geworden. Für die ganze Welt außerhalb Deutschlands. Hier in Deutschland haben wir immer noch ganz, ganz viele Leute, die meinen, das sei gut so. Ne? Wir seien verpflichtet, zu helfen, aufzunehmen, Fluchtursachen zu bekämpfen. So. Ja, Humanismus, den bin ich verstanden. Ich schweife ab, aber irgendwie gehört es doch auch mit dahin, in dieses Thema hinein. Nur eine globale Lösung. Also durch diese Invasionspolitik, um es mal so zu nennen, von Angela Merkel, ist die EU
innerlich zerbrochen. Jetzt so gibt es ja nur noch eine. Das Vertrauen ist verloren gegangen. Und die ganzen Medien, die ganzen Politiker, die dürfen sie nicht aber zustimmen. Die Gäste, Verordnung, die wir jetzt Gesetzen, haben, müssen wir nicht wissen. Mit dem Gewaltmonopol des Staates, mit der politischen Korrektheit. Die ganzen Politiker, die sich, die ihr eigenes politisches Schicksal fest an den Fortbestand der EU gebunden haben, ja, die haben ein Vertrauensproblem. Nicht ein Nigel Farage, aber der hat sich ja zurückgezogen von der Politik. Ein wenig. Ja, ich weiche wieder etwas ab. Das Thema ist Vertrauensverlust jetzt. Vor dem Hintergrund von Gemeinschaftsbildung. Vertrauen und Gemeinschaft. Komplexe, moderne Gesellschaften bedürfen eines Grundvertrauens. Immer komplex, einfach. Dass jemand, der an einer bestimmten Stelle eben hochspezialisiert seine Arbeit leistet, dort vielleicht auch Spitzenleistungen erbringen möchte, ja, dass der sich darauf verlassen kann, dass seine Beiträge sinnvoll eingefügt werden in ein Ganzes. Dieses Grundgefühl ist notwendig, damit komplexe, hochgradig arbeitsteilige Gesellschaften fortbestehen können. Das Vertrauen in ein Rechtssystem beispielsweise. Dass Grundsätze wie Treu und Glauben weiterhin gelten. Ja. Wenn das nicht mehr der Fall wäre, dann könnte man gar nicht mehr reibungslos Geschäfte tätigen. Wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass Leistungen und Leistungsversprechen deswegen hast du den Euro hergeworfen. Übereinstimmen. Dass man für die Beiträge, die man leistet, auch eine Gegenleistung erwarten kann. Geldbeiträge. Dass man für das Geld, was man in der Hand hält, auch etwas kaufen kann, weil man dafür Leistung gemacht hat, beispielsweise. Also ohne ein Grundvertrauen, Urvertrauen in die Funktionsfähigkeit dieses Gesamtgebildes in einer modernen westlichen Gesellschaft, ja, kann eine solche gar nicht funktionieren. Und Vertrauen ist genau das. Das ist das große und das eigentliche Kapital von modernen Gesellschaften. Dass man eben trotz seiner Spezialisierung, trotzdem, dass man ein kleines Rädchen in einem Gesamtgetriebe ist und nicht mehr weiß, was andere Rädchen machen, nicht mehr weiß, was an anderen Stellen der Gesellschaft getan wird, immer weniger Durchblick hat eigentlich, ja, trotz Informationsfülle. Dass man da ein Grundgefühl hat, dass es insgesamt passt, dass eigene Beiträge auch sinnvoll eingefügt werden. Dass das eigene Tun einen Sinn hat. Und wenn das verloren geht, und das scheint ja, mir scheint es so, als würde das zunehmend verloren gehen, ja, das Vertrauen der geführten, normalen Menschen in die Eliten. So könnte man es nennen. Man hat es gesehen in den USA bei Trump. Wer vertraut in den USA noch den Leitmedien, ja? Die einen Sieg von Donald Trump kategorisch ausgeschlossen hatten. Wer vertraut hier in Deutschland noch den Leitmedien? Viele eigentlich, ne? Aber weit weniger als noch vor einem Jahr. Und für mich ist es eine sehr sichere Prognose, die wissen nicht, zu sagen, wie tief der Eisberg geht. Von jetzt an, in weiteren 12 Monaten, wird das Vertrauen in die Leitmedien hier in Deutschland auch noch weiter zurückgegangen sein. Die Spitze siehst du, weißt du doch, ich glaube fast, das ist wenn du weißt, wie ein Eisberg funktioniert, dann weißt du doch, wie viel da noch. Das ist auch tragisch eigentlich. Ja, wenn man es weiß. Weil in einer komplexen Gesellschaft die Selbstverständigung wesentlich ist. Selbstverständigung? Der freie Fluss von Meinungen, von Ideen und das heißt dann immer auch von Gegenmeinungen und entgegengesetzten Ideen
Ideen. Dieser freie Fluss ist ganz, ganz wesentlich. Patente, Patentamt. Wir sehen, dass dieser freie Fluss von Meinungen, Ideen, Standpunkten, Haltungen, Sichtweisen, dass freie Mitteilungen, das freie Mitteilen von eigenen Erkenntnissen, ja, Überzeugungen, dass das blockiert wird. Vielleicht schon immer blockiert wurde. Ich habe Peter Kruse eingangs erwähnt, ich erwähne ihn jetzt noch einmal. Peter Kruse sagt, dass in früheren Gesellschaften, also bis heute eigentlich, Herrschaft und Führung sich dadurch ausgezeichnet hat, dass Gemeinschaftsbildung verhindert wurde. Sind genauso. Ich habe ja Leute im Blick, die als Libertäre so eine Art inneren Widerwillen haben oder so einen Reflex haben, alles was mit Gemeinschaft und erst recht mit dem Wort Kollektiv zu tun hat, ja, abzulehnen. Das sind nicht nur Libertäre. Gut, ich mal gucken. Mein Vollmond bringt mich in eine Badewanne packe, denn. Wie kann man aus der individuellen Intelligenz der Menschen etwas Gemeinsames machen, in dem der freie Austausch möglich ist und in dem Individuen ihr eigenes Sinnen und Trachten darauf ausrichten, auf eine Gemeinschaft, ja, im Wissen, dass wir voneinander abhängig sind, dass wir Teil eines Ganzen sind. Wer kann schon sagen, dass er autark ist? Wie viele Menschen in Deutschland wären denn wirklich autark, können auf einem Fleckchen Erde von den Erträgen des Bodens leben? Sind nicht angewiesen auf Leistungen anderer Menschen. Ja? Ei, hast du schon schön laut gemacht. Also wenn es mehr als eine Handvoll Menschen ist, würde es mich wundern. Rüdiger Nehmberg, der durch den Urwald läuft, sich von Würmern und Spinnen ernähren kann. Du meinst, der Kompromiss ist richtig für dich? Ein Survival. Geh doch einfach näher ran. Ich bin an und auch so jemand statisch hat dort drüben platzierte Wanne gebunden. Und gehört zu einer Gemeinschaft. Dann bin ich noch angewiesen, dass ich laut genug ist. Ja, du kannst aber, du sagst, es doch mir herangehen. Wer Survival-Reisen erzählen kann. Wer ist denn wirklich autark, dass er nicht in irgendeiner Weise auf seine Mitmenschen angewiesen ist? Auf Gemeinschaftsbildung. Was ist das? Was ich sehe, ist die Zerstörung von Gemeinschaft. Keine Ahnung. Je komplexer die modernen Gesellschaften werden, desto größer ist eigentlich der Bedarf nach geht dieses System zugrunde. Guter Gemeinschaft. Gemeinschaft eben nicht im Sinne der Lemminge, auch nicht im Sinne der Mongolen. Ja? Genghis Khan hatte es geschafft, das hatte ich mir angeguckt. Das hatte ich mir angeguckt. Mongolenstämme dann auffrisst, vernichtet. Die Gemeinschaft der Mongolen und dann eben im Zuge der Eroberungen auch die Gemeinschaft der Mongolen und der angegliederten Mitläufer, Hilfstruppen, die hat eben flächendeckend zerstört, hat andere gewachsene Gemeinschaften zerstört. Also das wäre jetzt keine Gemeinschaftsbildung, die gut ist, ne? Auch wenn das jetzt vielleicht individuelle Krieger waren. Jetzt nicht mehr. In diesen Horden, ja, die sich zusammengetan hatten, die einen, die gemeinsame Ziele hatten, Eroberungsziele. Ne? Da blitzen deine Augen mal lieber, hä?
Also eine Gemeinschaft dieser Art im Zeitalter des Internet, ne, ich glaube, die wäre wirklich tödlich. Extrem tödlich, global tödlich. Aber Gemeinschaft ist ja nicht an sich schlecht, sondern im Gegenteil, ist notwendig. Nein, die Alternative zur Gemeinschaft ist die Zersetzung von Gemeinschaft, das Fehlen von Gemeinschaft. Jeder für sich und Gott gegen alle. So könnte man das in einem Satz zusammenfassen. Wieder gegen jeden. Mir kommt es wirklich so vor, wie wenn es darauf hinausläuft hier, was ich wahrnehme. Wir haben in den USA, die sich als Einwanderungsland verstanden haben, schon immer, da haben wir Gruppenbildungen in den Nachbarschaften, in den Städten, in den Schulhöfen, auf den Schulhöfen. Scheiße, brennt. Da glucken die ethnischen Gruppen aufeinander. Die Latinos oder die Nordeuropäer, die Skandinavier oder die Italiener, Spanier oder, ja. Die Muslime, die Inder, die Pakistani, die Chinesen in San Francisco und Chinatown und so weiter. Die USA sind sehr fragmentiert. Hier in Europa haben wir auch eine Fragmentierung traditionellerweise, die aber bekömmlich ist. Fragmentierung in den Regionen oder ab einer bestimmten Zeit, so spätestens ab dem 19. Jahrhundert, in Staaten, in abgegrenzten Territorien mit mehr oder weniger kultureller Homogenität, ja, oder mit mehr oder weniger kulturellem gewachsenem Zusammenhalt. Das fehlt in den USA. Sie haben jetzt durch Donald Trump einen starken Appell vor sich, ihr Land, ihre Nation, so sehen Sie die USA, wieder groß, wieder stark zu machen. Und so versuchen sie, Gemeinschaft zu bilden. Aber was ist diese Gemeinschaft in den USA verglichen mit dem, was wir in Europa haben? Ja? Bei den Portugiesen, bei den Iren, bei den Schotten, bei den Dänen, bei den Polen, geschweige bei den Deutschen, ja, bei uns geht es verloren, bei uns Deutschen, ja, wie bei keinem anderen Volk in Europa, ja, der Zusammenhalt, überhaupt der Wunsch nach Zusammenhalt. Und was ist die Nation USA, die ja als die stärkste Nation gilt, ja, als die Weltführungsmacht nach wie vor, was ist das eigentlich verglichen mit der Gemeinschaftskraft der Dänen oder der Schweden oder der Spanier? Und bei den Spaniern haben wir wieder die Katalanen, die Katalanen, dann haben wir die Galizier, die Basken. Also wir haben in Europa nebeneinander bestehende Gemeinschaften, die funktioniert haben, und weil da funktionieren mit müssen, ethnischer, ohne kultureller Homogenität, weitgehend Homogenität, aber in der Summe eine große Vielfalt. Alleine in der Geschichte Griechenlands, ja, des alten antiken Griechenlands, ja, wie viele verschiedene Stämme die da auch hatten, ja, also Großstämme, und welche Vielfalt dann auch in diesen Stadtstaaten bestand. Aber es war ein Kulturraum. Die hatten die gleiche Sprache. Es ist, worauf ich hinaus will, ist das Gewachsene. Ja? Was wir hier in Europa haben, das sind tiefreichende Wurzeln, die geeignet sind, Gemeinschaft zu bilden in Reichtum, in Gemeinschaft einen Reichtum zu erzeugen, ja, einen menschlichen Reichtum, einen Reichtum, einen sozialen Reichtum, so meine ich das jetzt, nicht in ökonomischer Kategorie,
Und diese Wurzeln sind sehr wichtig. Und von solchen Wurzeln abgeschnitten zu sein, ist nichts, wo ein Mensch sich eigentlich nachsehnt. Wage ich zu behaupten, ja. Nicht der Abkömmling von Sklaven aus Afrika, der in den USA in den Ghettos lebt und wo es da diese Black Power Bewegung gegeben hat, ja, stolz zu sein auf die Herkunft. Bei den Schwarzen in Afrika, in den USA gibt es auch Tendenzen zum Voodoo oder zurück zu alten Wurzeln, zur Musik, zu Riten, Gebräuchen Westafrikas und so weiter. Ja. Das ist auch eine Sehnsucht nach den eigenen Wurzeln. In Brasilien ist das zu beobachten. Oder wenn man sich Haiti anschaut, ja, die wurden entwurzelt, die wurden maximal entwurzelt und haben eine Sehnsucht in sich nach Selbstvergewisserung. Wo kommen sie her? Nach einer Gemeinschaftsbildung, die tief zurückreicht, die in die Tiefe reicht. Und für mich ist das fast schon unerträglich zu sehen, wie wir hier in Deutschland, wo wir so viele Wurzeln haben, eigentlich, ja, auf diesen Wurzeln herumtrampeln, selber noch diese Wurzeln herausreißen und oder zerstören, selber noch dazu beitragen, dass sie zerstört werden. Und wir haben hier die Rede vom Populismus, speziell in Deutschland. Wir haben hier eine Diskreditierung all dessen, wo der Eindruck entstehen könnte, das sind Dinge, die man auf der Straße hört, die man von normalen Menschen hört. Bei allem, wo man sagen könnte, da spricht der gesunde Menschenverstand, wird hier in Deutschland, oder bei fast allem, ja, wird hier in Deutschland das Etikett Populismus gebraucht. Populus, das Volk, ja, das deutsche Volk. Populus. Ich denke nur mal an diese Idiotie mit dem Genderismus. Meine Lebenserfahrung sagt mir, Männer und Frauen, das sind zwei verschiedene Wesenheiten, ja? Sehr verschieden. Sehr verschieden, ja. Und die Unterschiede sind riesengroß. Man kann sich verständigen, ja, aber ein Großteil bleibt unverständlich. Und ständiges Bemühen, wenn es gut läuft, ja, trotz der Verschiedenheit aufeinander zuzugehen, Gemeinsamkeit, Gemeinschaft herzustellen, ja, in einer Ehe beispielsweise. Kooperation, Zusammenarbeit. In einer eigenen Familie beispielsweise, die man mit einer Frau oder eine Frau mit einem Mann könnte. Länder einbringen. Gemeinschaft. Und bei diesem Genderismus, ja, das sagt mir mein gesunder Menschenverstand, es ist Idiotie, diese bestehenden Unterschiede, die schon kleine Kinder erkennen, wegzudiskutieren und daraus eine Ideologie zu machen, daraus Strukturen zu bilden, die den Wahnsinn in der Gesellschaft, im Volk verfestigen. Lügen. Da ist alleine schon dieses Wort gesunder Menschenverstand diskreditiert. Lügen haben kurze Beine, aber auch kurze Gerade hier in Deutschland haben wir eigentlich die Zerstörung von Gemeinschaft als die größte Kraft, die größte gesellschaftliche Kraft, die es in Deutschland gibt, ist die Zerstörung von Gemeinschaft. Ja? Das Verhindern von deutscher Gemeinschaft. Das ist ein gemeinsamer Nenner hier in Deutschland. Ja? Das ist
das ist ein Paradoxon, ein riesengroßer Widerspruch hier in Deutschland. Wir haben eine sehr hohe Wirtschaftsleistung, immer noch. Ich wundere mich, wie das noch sein kann. Ja. Obwohl an den Wurzeln, an den Wurzeln dieser Wertentstehung auf wirtschaftlichem Gebiet zerstört wird ohne Ende. Also ganz erschreckend im Bildungswesen, ganz erschreckend, wo da die Standards immer weiter nach unten Zukunft gehen, verkauft. Wo die Schulabsolventen oder Hochschulabsolventen sind. Die einen verkaufen ihre Zukunft, die anderen kriegen sie dazu. Wie Zeit. Also mich wundert, dass wir hier in Deutschland so eine hohe Wirtschaftsleistung überhaupt noch erbringen können, ja, dass es noch geschieht. Und das bedarf aber auch einer sozialen Intelligenz, einer kollektiven Intelligenz. Es geht nicht ohne gemeinsame Werte. Und genau da findet die Zersetzung statt. Gemeinsame deutsche Werte. Was sind das? Wenn wir in die Welt hinausschauen, ja, dann haben wir doch irgendwie vielleicht eine Vorstellung, wie es im Himalaya aussieht, in Nepal oder in Bhutan, ja, und dass es dort anders aussieht als auf Sri Lanka. Und dass Vietnam wieder etwas ganz anderes ist. Ne? Und dass es in Thailand anders ist als in Vietnam. Wir haben ja Vorstellungen von der Verschiedenheit, von der Verschiedenartigkeit von deutsche Kultur ist die westliche Kultur, mehr ist nicht Nationen oder von Völkern. Das ist jetzt böse, von aber ist so für mich. Und bei uns Deutschen ist es ja genauso. Von außerhalb wird auf Deutschland geschaut. Ja? Die Deutschen. Und genau das, ja, was eigentlich ja nichts Schlechtes ist, genau das wird hier zerstört. Ich spüre es, ich erlebe es, ja? Ich erleide es. Ich will es nicht erdulden, ja? Deswegen spreche ich darüber. Schön. Und das wird diskreditiert von uns Deutschen selbst. Da können wir auch nicht das abschieben auf andere. Wenn wir selber einen ganz, ganz großen Eigenanteil daran haben. Ich glaube, den größten Anteil an dieser Zerstörung haben wir selber. Als Individuen haben wir Freiheiten, Möglichkeiten, die wir aus Bequemlichkeit, aus Feigheit nicht sehen wollen. Gemeinschaft in einem schlechten Sinn, unbewusst in einem Trott vor sich hinleben, als Konsument, als Arbeitskraft, ja, als Stimmvieh bei den Wahlen, als Nachplapperer irgendwelcher Nachrichten, irgendwelcher von den Leitmedien verkündeten Weisheiten, Welterklärungen. Also so eine Gemeinschaft zu leben, ja, das ist Gemeinschaft in einem schlechten Sinne, fast schon im Sinne der Lemminge, ja. Ich habe das Beispiel USA genannt, da haben wir verschiedene Gruppen, ja, die untereinander einen Zusammenhalt suchen, als Latinos oder als Latinos oder als Chinesen, als Inder. Und also es bilden dort sich wirklich Communities, ne? Ethnisch homogene Communities in den USA. Die sind aber kein Ersatz, ja. Eine Japanerkolonie, vielleicht in San Francisco, ja, kann nicht das Japanische dort so leben wie in Japan selbst. Ne? Ein deutscher Oktoberfestverein, ja, der spürt doch, wenn er noch lebendig ist, den Phantomschmerz, das Abgeschnittensein von der eigenen Kultur,
von den eigenen Wurzeln. Ja. Die Schwarzafrikaner, die Afroamerikaner, ja, in den USA spüren doch dieses Abgetrenntsein von ihrem Urgrund. Ja. Und das ist jetzt hier für uns vorgesehen in Europa. Ne. Und wir haben hier diese Diskreditierung von allem, was irgendwie mit Gemeinschaft oder ganz, ganz böse, ganz, ganz schlimm mit Kollektiv gleichgesetzt wird. Also ich bin Antisozialist, sage ich mal ganz offen. Ja. Also ich bin jetzt nicht jemand, der in irgendwelchen sozialistischen Modellen etwas Gutes sieht. Stalinismus oder Nordkorea lassen grüßen. Das Gulag-System oder Guantanamo in Kambodscha unter Pol Pot. Absolut nicht. Und doch bin ich bereit, bei dem Wort Kollektiv nicht von vornherein draufzuschlagen, ja. Wenn ich Peter Kruse, den ich jetzt nochmal erwähne, ja, von kollektiver Intelligenz reden höre, dann fühle ich mich sehr angesprochen. Das ist nicht das Kollektiv im Kommunismus, Leute. Ja? Im Kommunismus bei der Oktoberrevolution, was war da gewesen? Eine kleine Gruppe von Kaderleuten, ja, die haben das ganze Zarenreich sich unter den Nagel gerissen. Ja? Die haben mit Terrorherrschaft von Anfang an mit ganz massivem Terror, ja, haben sie sich die Macht verschafft und haben genau das Entstehen von kollektiver Intelligenz verhindert. Das, was der Peter Kruse sagt, ja, dass Herrschaft bis heute eigentlich darin bestanden hat, Gemeinschaftsbildung zu verhindern. Ja? Also ich bin mir 100% sicher, dass Peter Kruse gerade so etwas, ja, dass die Bolschewiki mit Terror ein ganzes untergegangenes Zarenreich beherrschen, mit Terror beherrschen, ja, dass Peter Kruse so etwas nicht meint, wenn er vom Kollektiv spricht, ja. Und ich bin fast schon erschüttert, ja, mit welcher Primitivität hier teilweise im Internet, ja, alles, was in Richtung Gemeinschaft geht, verteufelt wird geradezu, ja. Mit einer quasi religiösen Inbrunst verteufelt wird, ja, und in eins gesetzt wird mit den dunklen Seiten der deutschen Geschichte, wie es so schön heißt, mit Dunkeldeutschland. Ach so, ach so. Da lebt noch ein deutscher Selbsthass, ja. Da lebt noch praktisch die Angst vieler Deutschen vor eigener Gemeinschaftsbildung. Und der für mich unerklärbare Widerspruch, ja, oder dieses Paradoxon besteht darin, wir erbringen Spitzenleistungen auf wirtschaftlichem Gebiet und verlieren zunehmend Gemeinschaftsgeist. Wir sind das Land der Dichter, Denker und Erfinder. Wir sind keine Geschäftsmänner, es geht nicht um Geld. Das Bilden von einem Gemeinschaftsgeist. Es geht um Ideen nach außen tragen. Nicht im Sinne der Lemminge, gerade nicht in diesem Sinne. Ne? Ohne uns wäre die Welt nicht durch diese zwei, drei Videoclips von Peter Kruse angeregt worden, dieses Video hier zu machen. Es fließen auch eigene Erfahrungen aus den letzten Wochen da hinein, auch Erfahrungen, die ich auf YouTube gemacht habe in der jüngeren Zeit. Und ich lege jedem, ja, der mein Wirken hier in irgendeiner Weise schätzt, mein Wirken hier auf YouTube, ja, jedem solchen lege ich nahe, sich mal das ein oder andere Video, Kurzvideo von Peter Kruse anzuhören. Mal.
Ich werde mal ein paar Links da hineinsetzen. Das sind dann Weisheiten, Gedankensplitter von vielleicht 2 Minuten oder 4 Minuten Länge. Ja. Da ist die Qualität drin enthalten. Ja. Der Mann kommt mir vor wie Georg Büchner. Ja. Eine Kerze, die an beiden Enden brennt. Ja. Ich hatte lange Zeit gedacht, bis heute eigentlich gedacht, ja, der Peter Kruse mit dem, was er sagt, ja, ist brandgefährlich, ist wahnsinnig gefährlich mit dem, was er an Revolutionären sagt. Revolutionär in einem eigentlich guten Sinne. Ja. Und sein Ableben, klassischerweise Herzversagen, ja, ist herbeigeführt worden. Künstlich herbeigeführt worden, ja. Weil er missliebig wurde, weil er gefährlich wurde. Missliebig, das ist schön. Aber wo ich heute das nochmal mir anschaue, oder manche Sachen von ihm, ja, 2, 3 Videoclips, ja, ich merke, wie der Mann brennt. Ich war nicht alleine. Hab ein Gespür für die Last, die auf seinen Schultern damit gelegen hat. Ja? Mit dem, was er sagt. Man, also ich höre das raus, wie er mit anderen Leuten spricht, ja, welcher Unruhe er selber ausgesetzt ist, ja. Mit dem, was er macht, erinnert mich an Büchner, ja. Der Mann ist verbrannt, der hat sich selber verbrannt, der hat sich selber verheizt, ja. Um eine geistige Energie zu erzeugen, ja. So kommt es mir bei Georg Büchner vor, ja. Aber eine, mit Leidenschaft, ja. Mit Herzblut bei Büchner und bei Peter Kruse spüre ich das auch, ja. Ich wäre ein Idiot, auf Abstand zu gehen, ja, zu dem, was der Mann sagt, weil er das Wort kollektive Intelligenz gebraucht, ja. Und ich bin erschreckt, wie viel Primitivität ich hier im Internet teilweise vorfinde, ja. Ich auch, du. Wie gerade aus den Systemkritischen. Zusammenhalt ist klar, dass es funktionieren muss oder kann. Totschlag-Etiketten verwendet werden, ja. Wenn wir nicht Stimmen zu Wort kommen lassen, wenn wir den freien Fluss von Ansichten, Meinungen, Haltungen, Standpunkten, Erklärungsversuchen zulassen, ja, dafür haben wir Internet, dann können wir keine Gemeinschaft bilden, wie es notwendig wäre. Wenn diese hochentwickelten westlichen Zivilisationen weiter auf diesem Weg gehen und das Vertrauen immer mehr schwindet, ja, haben wir ein Zerstörungspotenzial ungeahnten Ausmaßes. Ja. Ist doch klar. Niemand mehr hat eine Ziege. Wer hat denn noch eine Ziege hinterm Haus? Ja? Wer gibt denn noch die Küchenabfälle an ein Hausschwein? Ja? Wer hat denn noch den Kräutergarten? Es gibt... Muss man ganz kurz unterbrechen. Na, wie viel Zeit liegt dazwischen, zwischen Lernen, bis man lernt, wieder richtig leben zu können? Das heißt, sozusagen sich die ganzen Sachen anzueignen, wie eine Ziege, wie, weiß auch immer, ein Hühnchen. Ich finde Hühner viel geiler, aber Ziegen wüsste ich jetzt nicht mit anzufangen, außer Ziegenmilch. Wie lange dauert es Zeit? Und wenn der Zusammenbruch kommt, haben wir so viel Lebensmittel schon angehäuft, so viel Zeugs angehäuft. Diese Überproduktion ist in dem Fall unser großer Gewinn, aus dem Grunde, weil wir einfach wissen, dass es 2 Jahre vielleicht hält, wenn man solidarisch damit umgeht. Und Boden ist die einzigste Möglichkeit, Nahrungsmittel anzubauen. Leute, die das haben, ja. Aber in dem Sinne, dass man davon seine eigene Familie noch ernähren kann, ja. Als der Ostblock zusammenbrach, da hat es es noch weitgehend gegeben. Die Leute hatten ihre Datscha, ja. Die Intelligenz ja in den Städten, die so etwas vielleicht nicht hatte, die waren dann in allergrößter Existenznot. Es sind viele Menschen verhungert im Ostblock, ja. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Zuge desselben. Die hatten unglaublich viele Kolchosen,
Und die Russen sind Kummer gewöhnt. Das heißt in dem Zusammenhang, dass die wirklich gelernt haben zu leiden auf hohem Niveau. Und deswegen sind die Russen die härtesten unter Gottes Erden. Die haben so lange gelitten und wissen ganz genau, wie man irgendwie es schafft zu überleben. Wenn man fragt, wie überlebt man, fragt man einen Russe. Der kann das wirklich. Und diese Tradition, dass man einfach kleine Datschen besitzt, das lassen die sich nicht nehmen. Aus dem Grunde, genau, weil Boden einfach das ist. Wir brauchen eigentlich eine neue Bodenreform, um das mal ganz revolutionär zu sagen. Dass jedem Deutschen eigentlich eine gewisse Form von Möglichkeiten existiert, für sich und andere zu produzieren. Die Autarkität, die du sozusagen zum Anfang sagst, wer hat das noch? Genau da geht die Reise hin. Wenn der Zusammenbruch kommt, haben wir maximal 2 Jahre. In der Zeit können wir sozusagen ziemlich klar Leute schulen, die sich dann selbst ernähren. Was ist denn hier in unseren westlichen Gesellschaften, wenn es so weitergeht? Wenn die nicht mehr auch in einem technischen Sinne funktionieren können, weil das Vertrauen, der Zusammenhalt, die Gemeinschaft verschwindet. Und darauf läuft es hinaus. Wir sind Menschen. Donald Trump setzt einen Gegenimpuls in den USA. Ja. Was die USA haben, ist in puncto Gemeinschaft, nach meinem Dafürhalten, ja, ein Abklatsch dessen, was wir hier eigentlich an Reichtum in Europa haben. Aber mit allerhöchster Kraft und Konzentration gehen bestimmte Eliten daran, diesen Reichtum, diesen Gemeinschaftsreichtum in Europa zu zerstören. Ja. Also wenn jetzt tatsächlich noch jemand bis zu dieser Stelle zugehört hat, ja, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich bin sogar Abby in der Badewanne hat dir zugehört, auch wenn sie jetzt gerade schnaubt, um zu zeigen, dass er aufmerksam ist. Also, tschüss, liebe Leute. Juri, danke dir ganz doll für das Video. Und dieser Schwachsinn, dass Kollektivismus irgendwas Negatives sei, so was wie eine Krankheit, weil die Nazis haben es gemacht, die Kommunisten haben es gemacht, na klar haben sie die Kraft ausgenutzt, Kraft durch Freude der Gemeinschaft, ist einfach logisch, weil wir einfach zusammenarbeiten wollen, weil wir es einfach von unseren Genen sind, weil wir einfach Rudeltiere sind, das ist einfach ein normaler Fakt. Und Amerika versucht, seine Eltern loszuwerden. Das ist ein Elternmord im Prinzip. Die Weed Speech von Die Antwort zeigt ziemlich deutlich. Man muss seine Eltern anzünden, um praktisch losgelöst und der einzigste Gott zu sein. Wir wissen selbst, dass wir da sozusagen ihre Eltern sind. Da ist er wie. Genau. Ich danke dir, dass du wieder da bist. Natürlich, du weißt, ich bin nicht immer deiner Meinung, du wärst bescheuert, würdest ja nicht davon partizipieren. Und ich gucke mir natürlich die beiden Sachen an und bin gespannt und hoffe, dass es. Ich erfreue mich daran, dass du jetzt hoffentlich weiter da bist. Ja, ja. Ende der Pause. Ja, warte mal, jetzt mal irgendwie. Wie sieht's hier aus? Hey, wie ist, wo die Kamera ist? Bloß mit der linken Hand, jetzt nicht. Jetzt. Ha. Oh Gott, nee, du hast echt den Modus trainieren lassen, ja? Ja. Ich hab da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, aber ich sehe aus wie eine Comicfigur, bloß viel geiler. Ich so, oh Gott, das fetzt ja. Oh, bis auf mein Lachen, da muss ich mich jetzt dran gewöhnen. Aber wir müssen mal davon einstellen. Das Statement beginnt. Wir müssen einfach irgendwie. Man hat was. Aber wenn ich lächle, da sehe ich echt aus wie Frankenstein. Das geht ja gar nicht. Nee. Also, was mir mein bisschen Zahnpasta-Lächeln noch nimmt, das kann ich nicht akzeptieren. Gut, Wolfgang. Ja, bis später.